Deutschland wird älter, wir werden älter und damit natürlich auch die Beschäftigten. Rund 16 der knapp 31 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 45 Jahre und älter. Das sind 52,6%. Die Belastbarkeit nimmt oft ab. Beschwerden an Rücken und Gelenken nehmen zu. Das Risiko für Krankheiten steigt. Dagegen muss was gemacht werden und die Lösung besteht aus vier Worten. Aktiv und fit leben. Ein Projekt vom Deutschen Olympischen Sportbund, dem Landessportbund Berlin und dem Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Ziel dieses Projektes ist eben, Betriebe und Sportvereine, lokale Sportvereine zusammenzuführen hier in Berlin. Und wir wollen die Zielgruppe insbesondere ältere Beschäftigten ansprechen, die weniger in den normalen Sportvereinen sind und sie eben direkt abholen im Betrieb. Das geschieht seit Projektbeginn 2013 mit Sportangeboten wie Aquafitness, Bodyfit oder Wirbelsäulengymnastik, die ja für viele Berufsgruppen ganz wichtig ist. Die Teilnehmer hier sind vom Haus Konradshöhe, das ist ein Heim für Kinder und Jugendliche. Im Kurs sind unter anderem der Hausmeister, die Sekretärin und der Chef, Peter Wilks. Ein Gemeinschaftsgefühl ganz einfach, weil wir hier eben alle zusammen sind. Man ist hier per Du, man macht hier gemeinsam Sport. Und allein das ist erst schon mal eine gute Sache für das Betriebsklima und für die Mitarbeiterschaft. Die Jugendeinrichtung kooperiert mit dem Sportverein Beweggrund. Der hat schon vor der Zusammenarbeit die Sporthalle auf dem Firmengelände des Haus Konradshöhe benutzt. Der LSB, der Landessportbund, hat nun vermittelt und eine Kooperation angeschoben. Ich finde, dadurch, dass wir jetzt gerade auch mit dem Geschäftsführer des Hauses einen lockeren Kontakt haben, wir sehen uns öfter und haben einfach in vielen Beziehungen einfach schneller Kontakt als das frühere. Das Ergebnis: Kurse für Mitarbeiter mit flexiblen Zeiten in unmittelbarer Nähe. Dadurch können die Angestellten sogar in ihrer Pause Sport treiben. Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn man dann hinterher wieder am Schreibtisch steht oder sitzt, fühlt man sich besser, als man sich das sonst vorher hätte träumen lassen. Man merkt es schon auch so, wenn man sich mal zu Hause ein bisschen mehr bewegt, irgendwie, dass das doch viel einfacher läuft jetzt. Also nicht mehr ganz so anstrengend ist. Ich bin eigentlich schon viel in Bewegung, aber auch beim Fahrradfahren merke ich das jetzt schon entspannter. Das Gefühl kennt man nicht nur in Konradshöhe, sondern auch in 10 weiteren Betrieben, die dank LSB mit Sportvereinen kooperieren. Die Deutschen werden zwar immer älter, aber mit dem Projekt Aufleben werden die Alten immer jünger.